Servus Leute, hier ist der Dennis und ich begrüße euch ganz herzlich hier zur zweiten Episode der zweiten Saison vom Manchester United Karrieremodus. Wir stehen auf jeden Fall jetzt hier vor der ersten wichtigen und großen Partie der Saison und zwar treffen wir im Community Shield Cup Finale auf den letztjährigen größten Konkurrenten, auf den letztjährigen Tabellenzweiten auf Newcastle United. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich jetzt Newcastle United über diese Sommertransferphase weiterentwickelt hat, beziehungsweise ob sie sich überhaupt weiterentwickelt haben oder mehr so, ja, da geblieben sind, wo sie sind, beziehungsweise ob sie überhaupt noch so das letztjährige Niveau halten können. Denn das, was letztes Jahr mit Newcastle United los war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dass sie da irgendwie auf Platz 2 gelandet sind, war schon ein großes Spektakel da von Newcastle United, dass sie das so weit gebracht haben. Jetzt natürlich die Frage, ob sie das in dieser zweiten Saison genauso machen können oder ob sie vielleicht auf ihr eigentliches Niveau herabfallen, also mehr so, ja, so Mittelfeld, so höheres Mittelfeld eben halt da so weiterbleiben können oder ob sie das hohe Niveau weiterhin halten können. Das und mehr werden wir auf jeden Fall in der heutigen Partie sehen. Wer den ersten Part nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen, aber auch nur, wenn ihr wirklich Zeit dafür habt und vielleicht auch gerade Langeweile habt und nicht wisst, was ihr auf YouTube schauen sollt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall den ersten Part der zweiten Saison geben. Wie man mich kennt, ist der erste Part einer Karriere ja immer ein großer Transferpart. Genauso wie es auch der erste Part der zweiten Saison war. Das ganze Spektakel lief, glaube ich, 55 Minuten lang, bis wir jetzt hier kurz vor der Partie gegen Newcastle United standen. Also ich bin auf jeden Fall einer, der sich da wirklich sehr viel Zeit lässt. Hat man, denke ich mal, jetzt hier die zwei Male gemerkt, wo ich solche großen Transferparts gemacht habe. Aber naja, was will man auf jeden Fall machen? Wir haben auf jeden Fall ordentlich Spieler eingekauft und verkauft. Ich stelle euch jetzt mal in Kurzlauf die Spieler vor, die wir verpflichtet haben. Da wäre einmal Gonzalo Higuain. Für ihn haben wir zwar kein Geld ausgegeben, aber wir haben einen Spieler abgegeben mit Robin van Persie. Von ihm hoffe ich einfach, dass er so circa Wayne Rooney circa ersetzen kann. Also jetzt nicht genauso viele Tore schießen, aber immerhin ja so einen großen Bruchteil davon auf jeden Fall. Wayne Rooney übrigens jetzt hier ins zentrale Mittelfeld gerückt. Einfach aus dem Grund, weil Louis van Gaal ihn in echt sogar öfters mal ins zentrale Mittelfeld stellt. Und ich das auch nachvollziehen kann, zumindest hier in FIFA eben halt, weil Wayne Rooney auf jeden Fall ein sehr zweikampfstarker Spieler ist. Dann kommen wir zum zweiten Neuzugang, nämlich Jerome Boateng. Ich habe mich echt gesagt echt gewundert, dass wir ihn für gerade mal 27 Millionen von Bayern auf jeden Fall holen konnten. Für mich meiner Meinung nach zusammen mit Sergio Ramos der momentane beste Innenverteidiger der gesamten Welt. Er soll eben halt diese komplette Abwehrchefrolle übernehmen. Ich weiß zwar, dass ich Laporte letztes Jahr auch Abwehrchef genannt habe. Ja, das Problem bei ihm ist eben halt, dass er letztes Jahr eben halt der komplett stabilste war. Aber mit Jerome Boateng hat man jetzt hier einen wirklichen Abwehrchef, der auch wirklich sau viel Erfahrung hat, der schon das Triple geholt hat, der schon gegen was weiß ich für Vereine aus Europa gespielt hat, der hat schon bestimmt gegen drei Viertel der besten Mannschaften aus Europa gespielt, gegen Juventus, gegen Barcelona, gegen Real Madrid und halt gegen die ganzen anderen Top-Mannschaften aus Europa. Er hat auf jeden Fall sau viel Erfahrung und die soll er hier auf jeden Fall mitbringen und natürlich auch mit jüngeren Spielern wie Luke Shaw, wie Laporte oder eben halt auch wie Raphael teilen. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit Simone Skuffet. Er ist natürlich hier der Ersatz für Anders Lindegaard, der jetzt verkauft wurde. Naja, viel zu ihm kann ich halt nicht sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er nicht so enden wird wie Lindegaard und dass ich ihn auf jeden Fall öfters einsetzen werde. Dann geht's weiter mit Nathaniel Klein. Er ist so eben halt das Backup für Raphael, wenn Raphael mal vielleicht ja gesperrt ist, verletzt oder eben halt mal keine Ausdauer hat. Gut, dann kommen wir weiter zu Schneiderlin. Er ist der einzige wirklich volle zentraldefensive Mittelfeldspieler, dessen Hauptposition auch das zentraldefensive Mittelfeld ist. Natürlich ganz klare Rolle für ihn, eben halt die Abräumerposition, eben halt die Angreifer verhindern, hier Tore zu machen bei uns und eben halt die Defensive zu unterstützen, während eben halt so Spieler wie Rooney und Pogba sich mehr nach vorne orientieren werden. Und dann kommen wir zu einer der letzten Neuzugänge und zwar Alexander Dragovic. Viel zu ihm kann ich wirklich noch nicht sagen, er ist ja ablösefrei gekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir von dem Jungen dieses Jahr sehen werden. Ich werde ihn auf jeden Fall öfters einsetzen und dann gucken wir auf jeden Fall mal, was er hier so zeigen wird bei Manchester United. Außerdem sind jetzt auch noch von der Leihe zurückgekehrt Nani und Hernandez sowie eben halt Paul Zaha-Wilson und die ganzen anderen jungen Spieler und auch Cleverly, den ich immer noch verkaufen möchte. Also wir gucken auf jeden Fall mal. Vielleicht kauft ja noch irgendein Verein Tom Cleverly. Gut, so viel auf jeden Fall dazu. Wie man auch sehen kann, habe ich eine neue Formation, nämlich ein 4-3-3 mit hier den drei zentralen Mittelfeldspielern, der mittlere auf jeden Fall. Na, der ist nicht so der richtige zentrale Mittelfeldspieler, sondern eben halt mehr so der zentral defensive Mittelfeldspieler. Dann haben wir hier so
die Links- und Rechts-Mittelfeldspieler, die so zwischen dem linken Flügel und dem, ja, linken und rechten offensiven Mittelfeld so schwanken und natürlich eine Spitze sowie eine Viererkette. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt hier endlich in das Spiel hinein gegen Newcastle United. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Danke auf jeden Fall für den krassen Support. Beim ersten Part, ich glaube, wir hatten nach 2 Stunden oder so schon 17 Likes auf den ersten Part der zweiten Saison. Ich hoffe auf jeden Fall, das geht so weiter. Wir spielen das Ganze hier im Wembley Stadium. Schiedsrichter wird Mike Dean sein. Das Ganze am 9. August 2015. Anstoß ist um 16 Uhr. Perfekte Fußballzeit. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn es losgeht, mit dem Spiel hier Manchester United gegen Newcastle United im Wembley Stadium im Community Shield Cup Finale. Bis gleich. Die Saison begann für Trainer Louis van Gaal und Manchester United mit einer Partie im Community Shield Cup Finale gegen den letztjährigen größten Rivalen, gegen Newcastle United. Das alles findet statt im Wembley Stadium. Heute 2 Neuzugänge von Trainer Louis van Gaal in der Startaufstellung, während wir hier im Hintergrund eine wirklich sehr schöne Choreografie sehen von den Manchester United Fans. Hier sehen wir den Community Shield Cup, um den es heute gehen wird. Und hier sehen wir auch den ersten Neuzugang, Jerome Boateng, für 27 Millionen vom FC Bayern München gekommen. Und unterdessen noch Gonzalo Higuain in der Startaufstellung im Sturm. Er kam ja im Tausch mit Robin van Persie hier nach Manchester. Hier die Ausstellung von Manchester United mit natürlich gewohnt David De Gea im Tor, Boateng, Laporte in der Innenverteidigung, dann rechts in der Verteidigung Raphael, links Shaw, dann das Mittelfeld mit Rooney, Thiago, Pogba, Di Maria und Depay und vorne im Sturm, wie schon vorhin erwähnt, Gonzalo Higuain. Und jetzt hier die Ausstellung der Magpies mit Tim Krul im Tor, dann in der Innenverteidigung Coloccini, Jan Gambiva, Jan Marzenten, TOT, Callback, Sissoko Gutierrez, Cabella und vorne Obafemi Martins. Hier sehen wir Gonzalo Higuain, 27 Jahre alt, im Sturm natürlich tätig. Bei ihm hofft man natürlich, bei ihm hofft natürlich auch der Trainer Louis van Gaal, bei ihm hoffen sich natürlich alle, dass er sehr viele Tore machen wird für Manchester United. Er bringt auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mit, war bei Real Madrid, war beim SSC Neapel und jetzt bei Manchester United. Hier sehen wir den Leiter der Partie aus England, Mike Dean, der das Ganze jetzt hier anpfeifen wird. Los geht's mit dem ersten Spiel der Saison, Manchester United gegen Newcastle United. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Einwurf für die Magpies. Gut gemacht von Wayne Rooney. Er hat ja jetzt hier die neue Position im Mittelfeld bekommen. Mal gucken auf jeden Fall, wie er sich dort präsentieren wird. Oh, Ball geht weiter jetzt hier. Und da kommt auch schon die erste Möglichkeit für die Magpies. Aber es könnte jetzt hier auch schon die Kontersituation geben über Gonzalo Higuain. Higuain aber leider nicht durchgekommen. Schade. So, Pogba holt sich den Ball. Di Maria macht jetzt schnell auf seinen Landsmann. Gonzalo Higuain kommt er dran. Zwar nicht, aber der Ball wieder auf Pogba. Rooney jetzt. Wayne Rooney. Auf Depay. Der muss nach hinten legen auf Thiago. Der spielt wieder auf Rooney. Jetzt mal vielleicht Higuain mit der Drehung. Jan Gambiva ist noch da. Di Maria kämpft sich aber noch den Ball. Jetzt der Ball bei Rooney. Aus dem Winkel kann man aber nicht wirklich abziehen. Ball aber auch abgeblockt. Von Coloccini müsste das gewesen sein hier. Ja genau, wird da gut bedrängt von 2 Spielern. Wayne Rooney, von Gutierrez und Coloccini. Aber es gibt jetzt hier nochmal die Ecke über Memphis Depay. Die kommt auch auf Pogba, aber leider kommt Paul Pogba nicht zum Kopfball. Abgefälscht der Ball jetzt hier. Von Luke Shaw müsste das gewesen sein, der Schuss. Aber wieder ist Coloccini da gewesen. Jetzt Ecke von der anderen Seite über Di Maria. Da steht Boateng, der Neuzugang, kommt aber auch leider nicht zum Kopfball. Und jetzt könnte es natürlich schnell gehen. Martins jetzt gegen Luke Shaw. Da kann sich der englische junge Linksverteidiger nicht durchsetzen. Martins einfach sauschnell. Bringt jetzt hier die Flanke, aber Jerome Boateng ist wirklich eine Wand hinten. Besonders in solchen Kopfballsituationen. Da ist es wirklich schwer, einen Spieler seines Kalibers zu schlagen. So, jetzt Depay. Depay auf Higuain, der spielt wieder zurück auf den Niederländer. Depay. Grätsche kommt auch nicht gut. Depay. Depay mit dem Dribbling und Depay mit dem 1:0. Das erste Tor
der Saison das erste Tor im ersten Pflichtspiel für Manchester United. Erzielt durch Memphis Depay, der läuft da ganz einfach in die Mitte. Und der Abschluss kommt auch perfekt von Memphis Depay mit dem 1:0. Und jetzt, schön gemacht von Thiago da im Zweikampf. So, Rooney auf Depay. Depay läuft. Depay flankt, aber Higuain kommt nicht ran. Jetzt vielleicht nochmal hier der Kopfball von Rooney auf Pogba. Und Tim Krul ist da. Sehr gute Glanztat der Nummer 2 oder mittlerweile Nummer 1. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall vom niederländischen Nationaltorwart. Und jetzt hier vielleicht wieder die Flankenmöglichkeit für Memphis Depay. Und da kommt auch Higuain dran, aber der Ball, glaube ich, sogar noch abgefälscht gewesen am Tor vorbei. Nächste Eckensituation, Memphis Depay schlägt sie wieder. Higuain kommt wieder dran, aber der Abwehrspieler rettet auf der Linie. Luke Shaw, nochmal auf Rooney. Aber Colback ist da. Damit hier die Situation auch bereinigt. Das war sauknapp jetzt hier. Zwei gute Kopfballmöglichkeiten von Gonzalo Higuain jetzt hier kurz vor Halbzeit. Die Halbzeit ist vorbei. Manchester United wirklich sehr spieldominierend. Ich denke mal, die Fans können sehr zufrieden sein mit der Leistung der Red Devils hier gegen die Magpies, die wirklich bisher noch gar nichts geleistet haben. Ich glaube, ein Torschuss bisher auf das Tor von David De Gea war möglich. Auf der anderen Seite waren es 6 Torschüsse auf das Tor des niederländischen Nationaltorwarts Tim Krul. Wir gehen auf jeden Fall in die zweite Hälfte hinein. Los geht's, zweite Halbzeit im Community Shield Cup Finale zwischen Manchester United und Newcastle United. Und direkt hier der Ball gewinnen, sehr gut. Jetzt scheint Newcastle United aufzurücken. Manchester United aber sehr tief gestapelt. So, jetzt Santon gegen Pogba, das macht der französische Nationalspieler sehr gut. Aber der Ball da von Depay, viel zu leichtsinnig gespielt, aber Boateng ist da, gut gemacht. Von Jerome Boateng. Di Maria aber auch mit dem nächsten Zweikampf, den er verloren hat. Und jetzt mal hier vielleicht der erste gute Schuss von Rémi Cabella müsste das gewesen sein. Vom Kapitän der Magpies. Aber der Ball ungefährlich am Tor vorbei von David De Gea. Aber das zeigt schon mal, dass die Magpies hier nicht ganz verloren sind. Ojan Gambiwa wird da direkt von zwei Mann angegangen. Memphis Depay wird geschickt von Gonzalo Higuain. Ojan Gambiwa ist ihm dicht aus dem Fersen. Zieht er am Trikot. Jetzt der Ball auf Rooney. Rooney auf die andere Seite, auf Di Maria. Der zieht jetzt auch in die Mitte. Wieder auf Rooney, aber Ojan Gambiwa kann klären. Auf Foul an Jerome Boateng von Obafemi Martins. So, jetzt Depay, die Flanke kommt auf Di Maria, der kann sich aber nicht im Zweikampfduell durchsetzen. Und jetzt ist da wieder Memphis Depay, der zieht an Janmaat vorbei. Macht er hier das 2:0 oder legt er ab? Er versucht den Ball in die Mitte zu spielen, aber Tim Krul ist da. Und ich will einfach mal sagen, wir könnten jetzt auch mal langsam auswechseln. Und zwar bringe ich mal Hernandez rein für Higuain, für Depay bringe ich Nani rein und Schneiderlaw darf auch ran. Für Thiago Alcantara. Oh, oh. Oh, das könnte jetzt schlecht aussehen für Manchester United. Cabella ist da. Cabella spielt den Ball zurück auf TOT. Der hat viel Platz. Und das ist die erste Parade von David De Gea. Und es könnte direkt zur nächsten kommen. Und das war jetzt sauknapp. TOT, der zentraldefensive Mittelfeldspieler. Hier nochmal in der Wiederholung. Mit einem so knappen Schuss. Und jetzt kommen die drei Wechsel, die angestanden haben. Das war jetzt knapp von Raphael. War auch, glaube ich, ein Foul. Ja, genau. Nämlich Nani kommt rein für Depay. Hernandez kommt rein für Higuain. Und Schneiderlaw kommt rein für Thiago. Oh, jetzt Hernandez. Schickt Raphael. Der bringt die Flanke wieder auf Hernandez. Der versucht den Kopfball. Und Nani hätte noch vielleicht die Chance gehabt, den Ball zu bekommen. Und es gibt sogar noch die Ecke. Di Maria macht die. Und da kommt aber Tim Krul dran. Und die Nachspielzeit bricht jetzt langsam an. Das ist die große Frage. Kriegt Newcastle United jetzt hier nochmal die Möglichkeit nach vorne zu stürmen und vielleicht nochmal die Möglichkeit für einen Ausgleich? Das wäre natürlich jetzt bitter in der Nachspielzeit. Aber Raphael holt sich den Ball und gibt damit den Red Devils hier wieder den Ballbesitz. Hernandez schickt jetzt Di Maria. Das könnte jetzt hier alles klar machen. Di Maria setzt er sich durch.
Die Maria, da steht in der Mitte. Wayne Rooney und der macht das 2:0 in der Nachspielzeit. Das war jetzt natürlich hohes Risiko von Newcastle United, mit allen Spielern jetzt nach vorne zu stürmen. Und das wird natürlich eiskalt bestraft. Klasse gemacht von Di Maria, der setzt sich da wunderbar durch. Und dann der Ball in die Mitte, da steht gar keiner mehr, weil alle natürlich nach vorne gestürmt sind für den letzten Angriff. Und da steht nur noch Wayne Rooney, der den dann ganz locker und trocken einschiebt und damit sein erstes Tor hier in dieser neuen Saison macht. Oh, jetzt vielleicht Ben Arfa auf Martins, der auf CC, aber der Schuss ging jetzt meilenweit daneben. Der ging vielleicht Richtung... Okay, mir ist der Name dieses Basketballspielers jetzt irgendwie total entfallen. Das war's auf jeden Fall. Manchester United sichert sich im ersten Pflichtspiel der Saison den Community Shield Cup mit einem 2:0 gegen Newcastle United. Tore durch Memphis Depay und Wayne Rooney. Auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Manchester United weiterhin mit einer sehr guten Leistung. Am Ende musste Newcastle United, mussten die Magpies einfach volles Risiko gehen. Und das wurde bestraft am Ende von Angel Di Maria und Wayne Rooney. Und da dürfen die Red Devils dieses Jahr das erste Mal jubeln, denn sie haben den Community Shield Cup gewonnen. Jerome Boateng als Kapitän, als Ersatz von einem damaligen Abwehrchef, von einem damaligen Rio Ferdinand. Und Nemanja Vidic darf diesen Pokal in Empfang nehmen. Und das war es auf jeden Fall mit der ersten Partie hier in dieser neuen Saison. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Übrigens wurde Tom Cleverley verkauft, also ich habe total vergessen, dass ich den schon... hier in Verhandlungen war, den zu verkaufen. Wenn euch das Ganze gefallen hat hier, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like oder einen Kommentar freuen, wie euch das Ganze gefallen hat. Das erste Spiel der Saison wird gegen den FC Chelsea rangehen. Also das wird auf jeden Fall ein sehr hartes erstes Spiel für uns werden. Wir kriegen nochmal ein Transferangebot rein für Javier Hernandez von PSG. Ich sag mal für 40 Millionen. Weil es PSG ist, könnt ihr Javier Hernandez haben. Und dann geben wir hier natürlich noch die Pressekonferenz. Wir motivieren unsere Mannschaft jetzt hier vor dem Spiel gegen den FC Chelsea. Und dann würde ich einfach mal sagen, was ist jetzt hier für den heutigen Part der FIFA 15 Karriere mit Manchester United. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Und natürlich auch vielleicht schreiben, wie ihr das Ganze fandet. Und natürlich jetzt hier eure Hoffnungen für die Saison. Was hofft ihr euch für Manchester United jetzt hier in dieser zweiten Saison? Und vielleicht auch für die Hoffnungen in echt, ob Manchester United vielleicht auch noch den dritten Platz in der Liga erreichen wird, wenn nicht sogar den zweiten. Das und mehr könnt ihr auf jeden Fall alles unten in die Kommentare schreiben. Das war's auf jeden Fall von mir. Haut rein, euer Dennis.